Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu Reign of Kings. Die beiden Jesus-ähnlichen Figuren hier sind der Bad in Trouble. Und der Avonacho. Ja, da ist er. Wie hast du es gemacht? Mit G? Ja. Du kannst uns. Ja, Ach, warte mal, ich habe doch da auch irgendwie die. Ich glaube, cool. damit habe ich irgendwas gemacht. Ach ja, das war J, ne? Das war J, ja. Ne, ich Noch habe das schöne ja Musik alles einspielen. verlegt. Genau. Wuhu! Das Das erinnert ist der mich gerade Regentanz hier an. ums Feuer. Wie war das Chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka. zum regenerieren musste. Aber du kannst uns auseinanderhalten. Guck mal. Ja, Wenn du am nämlich dir ihn Bart. mal anguckst und mich anguckst, ich habe einen vollen. Er hat nicht genug Geld gehabt. Ich habe wenigstens Okay. das Geld für einen Rasierer. Leute, wollen wir weiter? Ja. Pass auf, ich pack das Fleisch einmal wieder ein. Ja, mach das. Und bitte merken, Kohle immer mitnehmen. Ja. Ja. Ja, nur wenn wir uns jetzt ein Plätzchen suchen wollen, meinst du, dann sollten wir die hier unser Fleisch im Lagerfeuer lassen? Nee, das habe ich Nee, doch das gerade nimmt er doch gerade eingepackt. mit. Ach, hast du Ich gerade nehme, ein. du kannst, ich kann auch das Lagerfeuer wieder mitnehmen. Dann nimm Das das tu mit. doch mal. Das ist ja nett. Die ist nicht leer. Ach so, da ist noch einmal Kohle drin. So, was ich jetzt gemacht habe, ich habe grafikmäßig die Schatten einfach mal reduziert und hoffe mal, dass das dann jetzt ein bisschen passt. Ja, also bei mir läuft das auf jeden Fall flüssiger. Nur halt, wie gesagt, an den Frames hat das nicht so viel geändert. Ja, mal Ja. gucken, wie es jetzt läuft und ansonsten kann man ja noch mal ein bisschen anpassen. Ja. Da hat es bei mir jetzt schon wieder ganz kurz gehakt. Mal gucken, woran das jetzt genau liegt. Also das wird auf jeden Fall noch besser, das versprechen wir. Wo wollen wir überhaupt hin? Am Strand finde Ins ich gut. Ich mag Grüne. das Wasser. Ja, aber am Strand hast du das Problem A, dich sieht jede Sau, weil da der Spawnpunkt ist. Wir können ja hier vorne. Was haltet ihr denn hiervon? Ja, es Da. muss einigermaßen eben sein, ne? Ach so. Komm mal mit, ich habe eine Idee. Du hast eine Idee, dann zeig mal. Du kennst das ja auch schon viel besser als ich. Ja. Ich bin also im Privatspiel bin ich auch schon richtig, richtig weit. Ich habe das ja gestern erst geholt. Von Ja, ich daher, auch gestern ich habe Abend. null. Oh, Playerbasis. Leicht rechts von uns. Das Keine finde ich ja gute so das Schöne Idee. an dem Spiel. Ich hatte mit Avonacho und mit Xyra ja auch schon drüber geredet. Man hat bei dem Spiel nicht so das Problem wie bei den meisten PvP-Spielen. Man wird hier nicht gleich abgeschlachtet. Da fällt auch einer am Baum da hinten. Wir können ja mal in diese Richtung weitergehen. Was haltet ihr denn davon? Ja, ich wollte jetzt da hinten die eine Ecke rein. Wo bist du? Der ist weg. Der ist weg, ja. Da hinten läuft er. Da hinten Wie läuft kommt er denn auf einmal da hinten hin? Der ist wirklich Jesus. Oh mein Gott. er. Oh mein fucking Gott. Er hat den schnellsten It's Weg gefunden. Jesus. Führer. He is walking over the water. Was war das denn? Ich habe ihn Okay. beschrieben. Sie schwebte. Sie schwebte Ach über so, mich her. hab, Sie ich hatten. hab dich Also. bestiegen. Ich bin eine Ja. Biene. Ich bin Das stolz Thema mit hatten wir doch dich. schon. Ach so, wir sollten ja diesen ganzen Klacks mitnehmen, ne? Ja. Klackst mal hier nicht so rum, mal ehrlich. Ich hab mich so zusammengerissen, dass ich das nicht sag. Ich find's schön, dass du es gemacht hast. Ja. Da haben wir noch mehr Oh, Plaxen. da liegt ein Sack. Ein Sack liegt da. Geh weg, Ohne das ist mein Besitzer. Sack. So, das mir ist Oh. zu weit weg und vor allem flieg nicht wieder. Was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? So, wo bist du Ein da? Schwert! Oh. Hail the King! Ach, Bad. Ja? Bevor wir jetzt Da hier kommt großartig einer, dem gehörte weitermachen. das Vorsicht! vielleicht. Nein. Wir Ich sollten glaube, das gehen. sind die beiden, die mir schon mal begegnet sind. Ihr braucht keine Angst vor uns zu haben. Das klang aber sehr. Vorsicht ist die Vorsicht ist Mutter die der Mutter der Porzellankiste. Porzellankiste. Ja. Wir haben nur eine Frage an euch. Wollt ihr nicht richtig Karriere machen? Wir wollen Wir erstmal wollen irgendwie erstmal irgendwie zurechtkommen. zurechtkommen. Wie wär's, wenn wir zusammen den König stürzen? Lass Wir uns sind erstmal immer in das noch Spiel rein nackt. arbeiten. Hört man mich überhaupt im Das ist Spiel? ganz einfach. Ihr werdet einfach, also wir farmen Ausrüstung für euch zusammen und dann gehen wir einfach Leute, also so den König und sein Gefolge töten. Ne? So das Übliche.
Sag immer, wir kommen darauf zurück, wenn wir uns ein bisschen eingelebt haben. Kommt mal mit, wir haben zwei Lederrüstungen und drei Eisenschwerter. Kommt, folgt uns. Ja, nee, eine Sekunde. Lasst uns erstmal ein bisschen reinarbeiten. Übrigens, ihr seid hier gerade im Let's Play unterwegs. Ne? Wenn ihr euren Namen mal sagen möchtet, dann wisst der König gleich, wer von ihm geschützt wird. So, lieber Nein, lass König, uns, lass uns der erstmal Oppenheimer einleben. Und der Schocks. Lass uns erstmal einleben. Ich selber, ich habe es gestern erst geholt und unsere Xyra hat das gestern erst geholt. Wir müssen erstmal gucken, dass wir uns ein bisschen einleben. Und dann kommen wir vielleicht drauf zurück. Achtung hinter euch. Ein Nucky Dai. Okay, wenn ihr... Nee, ey, greift ihn mal nicht an. Du ziehst das Bär raus. Okay, wenn ihr es euch anders überlegt, ne, hier auf der Wiese ist halt das Lager und dann kommt ihr einfach dahin und fragt mal nach und dann wisst ihr Bescheid. Okay, alles klar, ja, mach mal. Dankeschön. So, weiter. Ciao. Ciao. Ja, so macht das Ganze doch Spaß, wenn man nicht gleich umgenietet wird, sondern wenn da erstmal ein bisschen einerzählt wird. Ja. In-game hat man mich aber eben nicht gehört, ne? Doch. Doch, ah, haben wir schon. Da hätte ich ja doch. Ja, weil ihr hattet mir vorher nicht geantwortet. Dann hätte ich ja noch was sagen können. Auf was hast du jetzt gemacht? Auf V auf oder? Auf V, ja. Auf V. Dann müsste ich vielleicht in meine Soundoption nochmal gucken. Ja, ich habe das bei mir auf meine Standardtasten halt, wie gesagt, ich habe hier immer alles ein bisschen verändert. So, wo wollen wir denn hin? Stein noch? Ja, Radio, hier, ne? folgt mir. Sekunde, lass uns mal den Stein noch kaputt machen. Oh, das ist Eisen. Nee, das ist Stein. Das ist Stein, ja. Das hat sich aber angehört wie Eisen. Dann hack ich lieber Holz. Gut. So, guck mal, gehen? Der ist. Wir haben schon einen ganzen Stein kaputt gemacht und der hat den Baum immer noch nicht kaputt. Ja, ein ganz schöner Loser, oder? Ich sag dir. Und dem folgen wir. Komm, wir stürzen ihn! Naja, ich vielleicht. Bin ja auch Jesus. Ach ja, genau, verdammt. Das ist ja der, der fliegen kann. Ach nee, fliegen konntest du ja. Fliegen kann ich. Ja. Das war und der, der sich Erzengel teleportieren Gabriel. Kann. Sie ist eine Sumse. Ich bin der eine Biene. Gabriel ja, deswegen kann ich, natürlich kann ich fliegen. Ich bin eine Biene. Der Gabriel hat aber ein Problem gehabt. Wieso? Und der konnte nur in eine Richtung fliegen. Hier unten dachte ich mir. So wird ja, man vom Feld aus nicht. Vom Feld aus wird man nicht gleich gesehen. Und ich das sehe sieht das Wasser. Hier. Ja. Guck mal, da hauen wir uns die Bäume dann ein bisschen weg und dann haben wir ein bisschen mehr Blick. Ich habe euch das heilige Land gebracht. Oh. Okay. Dann lass uns mal die Gilde Juhu. Machen. Ja, müssen wir mal gucken, wie das genau geht. Soll ich das machen oder was? Ja, mach das mal. Ich crafte mal, Moment, ich muss gucken, wie das Ding hieß. Eine Workbench. Die mache ich jetzt Und mal. Ich wollte jetzt eigentlich, mal irgendetwas wie... Das dauert ja einen Moment. Wie ein paar, Hausteile oder so. Wie wollen wir denn unsere Gilde nennen? Die Nachtraben? Ja, mach das mal. Ja, für die Hausteile, dafür baue ich ja die Workbench. Da hinten läuft was. Ach so. Da hinten läuft ein Steak auf vier Beinen. Wo? Da ist ich habe Hunger. Wo ich guck. Ist aber was sehr kleines. Das ist ein kleines Steak auf vier Beinen. Das ist kein Steak. Das ist ein Hungerhaken. Oder nur Nachtraben? Ich nenne es nur Nachtraben. Ja. Ich könnte uns eine Treppe machen. So, warte mal gucken. Ich muss erst mal gucken, wie ich euch jetzt einlade. Ja, ich, die Workbench ist sowieso Pass auf. In Gange. Invite. Hast du irgendwas gekriegt? Ja, aber ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, wie ich das annehme. Also ich habe noch nichts gekriegt. Invite? Ja, ich habe jetzt auch was gekriegt, ja. Jetzt gehe ich mal auf Interact. Player oder so? Nee, das geht nicht. Das habe ich ihm auch. Und wenn ihr mich anklickt, könnt ihr dann vielleicht irgendwie annehmen oder so? Mal googeln. Nee, ich habe dich auch eben schon angeklickt. Weiß nicht, seid ihr vielleicht schon drin? Ne? Nee. Mal. Wenn ich so mal. Und Gilde. Kann ich das? Ah, klick mal. Oh. Klick ihn mal an und dann geh mal auf Gilde statt Invite. Dann kannst du accepten. Aha. Ah, okay. Und, Click to show details und accept. Ah, okay.
So, und ich kann jetzt eine Workbench setzen. Wo wollen wir die denn erstmal Ach. hinsetzen? Und jetzt haben wir alle Daimler, so wie ich das sehe. Jo. Ich habe mein Kükenbanner ja gar nicht. Hier so an die Seite erstmal? Jo, wie gesagt, können wir ja jederzeit wieder versetzen. Ach, okay. Also, okay, jetzt steht das Ding wieder. Jetzt Weil muss ich mal hier gucken. hätte ich nämlich gesagt, eventuell sogar den Rücken des Hauses. Ja gut, können wir ja später noch machen. Wie gesagt, du kannst das Ja. Ding ja immer wieder aufheben. Weil, ja. Ja, doch, geht trotzdem. Oh, da hat es aber wieder gehakt. Wollen wir das Ding gleich einmal aufwerten? Können wir machen, wie denn? Wenn du mal rausgehst, kann ich dir das. Ja, kleinen Augenblick. Ich möchte hier noch mal ganz kurz ein bisschen gucken, was man hier so machen kann. Das sieht richtig schick aus hier. Das gefällt mir. Das Ja, gefällt mir ne? aber sowas von. Und wenn du eine Thumbnails machen willst, musst du mal Pause drücken. Weil Glaube, dann ich habe ein wird. neues Suchtspiel gefunden. So, neben City Skylines und neben Seven Days to Die. Gott. Nee, hier, wenn du Pause drückst, dann wird dein Menü ausgeblendet. Wenn ich das upgraden will, Ach brauche ich jetzt so. nur auf Tannery klicken oder? Wenn das das Upgraden ist, da links unten an der Seite. Ja, genau, steht Upgrade und dann steht links Tannery, da ist dann ein Pfeil und dann. So, mach mal, Ja, wirst du sehen. funktioniert. Gut, dann gehe ich Dauert eine erstmal. Minute. Ach so, warte mal, dann kann ich ja unser Lagerfeuer immer wieder setzen, ne? Ja. Ja, setz das doch erstmal temporär direkt hier neben. Was Das war brauchen wir? dann, Als einer, der es jetzt schon ein paar Stunden gespielt hat, was brauchen wir primär? Stein oder Holz? Was Holz. sammeln wir jetzt lieber? Also ich bin der Meinung, dass wir uns ein Holzhaus als erstes bauen. Ja, Ja. bin ich auch. Ich Weil hau das jetzt ist hier einfach am einfach mal. stabilsten und es muss groß sein. Das ist das Problem. Wir können das ja jederzeit vergrößern. Wir können ja jetzt erstmal so dafür sorgen, dass wir so zwei, drei Räumchen haben. Ja, aber das Holz wieder abzubauen, also die Holzstruktur, das dauert. Wir müssen das ja gar nicht abbauen. Wir brauchen einfach nur in zwei, drei Wände eine Tür reinbauen. Ja, richtig. Stimmt, ja. Der Baum. Oh shit, der fällt in eure Richtung. Ja, das macht glaube ich nichts. Kein Problem, ich bin Jesus. Ach ja, ich bin eine Biene. Bestäube dich. Mir fällt das Holz weg. Oh, wo will der denn hin? Okay. Ist jetzt schon wieder Nacht, oder was? Wo ist denn Ja, so das langsam Ding? gesagt, der Tag-Nacht-Zyklus ist noch sehr schnell, leider. Ja, gut, aber die Nacht ist ja auch dafür recht schnell rum, also finde ich das eigentlich nicht so schlimm, muss ich sagen. Ja, aber man könnte, also wäre schön, wenn die Entwickler hier noch so, naja, so, weißt du, so ein 75%-Ding einbauen würden. Also ich muss das heute So. nachschlagen. Dann muss ich immer so weit laufen. So, jetzt nehmen wir das Bäumchen hier noch. Bauen wir denn, ich habe nämlich eben schon mal einen Blick reingeworfen, bauen wir denn diese Logblocks oder das andere? Weil das hat ja 1000 mehr Haltbarkeit, habe ich gesehen. Ja, also ich würde sagen, diese, weißt du, wofür du 25 Holz brauchst? Ich glaube, die reichen erstmal. Okay. Ob ich wohl einen auf Baumeister machen darf? Natürlich, von mir aus. Also, du und Xyra, ihr könnt meinetwegen bauen, wie ihr lustig seid. Wir können es ja nachher auch sonst so machen, wenn wir erstmal unser Haupthaus haben, dass jeder für sich nochmal eine Kleinigkeit bauen kann. Ja. Ja, stimmt eigentlich. Ja, so ein kleines Haupthaus und jeder kann sich irgendwie ein eigenes Räumchen oder so daran bauen. Und Ja, einrichten, oder? weil man kann hier ja auch einrichten, das finde ich so cool. Das War sind nicht ja immer schlecht. so Sachen, die ich immer gut finde. Wie gesagt, also so ein Epic-Fail sie auch mit dem anderen Spiel gemacht haben, aber hier haben sie sich echt Mühe gegeben. Ach, wenn man die Bäume zerhaut, dann kommt Ja, da auch noch was raus. So, ich gehe also jetzt an der Workbench und kann dann Sachen machen, richtig? Dann kannst du Sachen machen, ja. Okay, aber die anderen Bäume sind jetzt Ah, offen. Wooden-Blöcke kann ich machen und Logblöcke. Was brauche ich denn? Wooden oder Logblöcke? Ich glaube, Wunden hatten wir jetzt gesagt, ne? Die für 25. Die 25 Holz kosten. Ach so, das gehört da jetzt zu. Okay. Das steht bei mir aber. Ach doch, da. Ah. Wisst ihr, wo der Unterschied ist? So wie das hier aussieht? Die In der Haltbarkeit. Haltbarkeit. Ja.
Und deswegen warum hatte ich ja dann gefragt. So eine geringe Haltbarkeit? Weil du brauchst echt eine Menge Blöcke und da geht echt eine Menge Holz drauf. Okay. Oh ja, ich sehe das schon. 20 Blöcke, 500 Holz weg. Das dauert dann auch 20 Sekunden, also ein Block, eine Sekunde. Okay, darf ich mal kurz ran? Der müsste ja eigentlich nebenbei weitermachen, oder? Weiß ich nicht, aber ich bin oder in 4 Sekunden fertig. Achso, okay. Das war eine gute Frage, die könnte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Und du kannst das ja mal kurz ausprobieren. Ich teste das mal so. Also, wir machen dann jetzt die Tier 3 Dinger, ne? Ich wollte jetzt mal gucken, wo genau, habe ich Tier 3. Wahrscheinlich erstmal so viel herstellen wie geht, ne? Ja, wie gesagt, wir brauchen einen ganzen Arsch voll. Okay, so. Ich finde das jetzt einmal kurz raus da. Sind die Blöcke da noch drin? Ja, die sind da drin, die musst du da rausholen. Oh, wenn du da rausgehst, dann macht er hier aber trotzdem. Ah, verstehe. Okay, genau, das war ja das, was ich gerade testen wollte. So, dann habe ich mir jetzt mal 34 Blöcke rausgenommen. Das heißt, einer kann hier ohne Ende einmal die Produktion anschmalten und der das braucht, dann nimmt sich das raus. Ja, das ist doch perfekt. Können wir machen. Das ist gut. Ich kann auch nochmal upgraden zum Stonecutter. Ist das sinnvoll? Weiß ich nicht. Also die Workbench aufrüsten, das lohnt sich immer. Okay. Ich fange jetzt hier einfach mal an, ein paar Blöcke zu setzen. Achso, jo, mach das. Du kannst sie aber leider nicht drehen. Also das ist alles hier Feng Shui gerecht, alles in eine Richtung ausgelegt. Wie breit ist denn eine Tür? Ein oder zwei Blöcke? Ein Block. Ein Block, okay. Das heißt, ich stecke hier jetzt einfach erstmal ab. Ja, also wenn du einen wegnehmen willst, pass auf, das ist hier eigentlich ganz nett geregelt, finde ich. Wenn du einen Block wieder abbauen willst, musst du einfach nur rechte Maustaste machen. Sehr gut. Problem an der Sache ist, du kannst, wenn du dich ausloggst und wieder einloggst, kannst du die Blöcke nicht mehr wegnehmen. Okay. Also Änderungen musst du immer in dem Moment machen, wo du sie auch hingesetzt hast, also in der Spielsession. Mhm. Okay, dann mache ich hier 11x11. Jo. Und setze dann dort hier eine Tür rein schon mal? Ich würde Fundament machen aus Holz erstmal. Ach, du wolltest erst ein Fundament haben, okay. Ja. Weil sonst hast du ja manchmal Probleme, Sachen hinzustellen wegen der Schrägung. Aber ihr macht das schon. Ja, ich sammle hier jetzt gerade noch ein bisschen Holz. Pass auf, denk dran an die Zombies, die im Wald sind. Ja, denke ich. Ich bin ja nicht richtig Problem. Im Wald, ich bin ja hier vor unserer Tür im Prinzip. Und wenn du die hier wegnimmst, Abonacho, die Längsreihe und dann ein Stück weiter nach hinten gehst? Habe ich gerade vor. Ah, ich sehe schon, jetzt Baumeister. Jetzt muss ich erstmal wieder zählen. Ich depp. Oh, ich höre da irgendjemanden. Achso, Holz. Das bin wahrscheinlich ich hier. Und was Abonacho bestimmt sehr gefallen wird. Na? Wenn man sich einen Dedicated-Server mit dem Spiel macht, gibt's auch einen Kreativmodus. Oh, shit. So, bin ich jetzt hier richtig? Ich glaube. Dann lass mich mal schauen, was ihr so macht. Ich schmeiß mal mein Holz nochmal da rein. Oh. Oh. Okay. Starte gibt's hier nicht, oder? Ich glaube nicht. Also warum muss ich denn. Ah, okay. Jetzt muss ich erstmal wieder zählen, so ein Käse. Ja, dann werde ich wohl. Okay. Das. Nee, ich werde dann gleich mal. Ja, ich setze uns dann gleich erstmal einen Brunnen. Einen Brunnen? Mhm, wegen Wasser. Okay, das möchte ich sehen, wie man das macht. Hm. Okay. Du gehst einfach nur zur Workbench, stellst einen Brunnen her und den setzt du dann. Oh. Achso, darf ich? Nun stelle ich schon einen her. Aber den kannst du meinetwegen rausnehmen. Okay.
Es ging mir auch mehr ums Setzen statt ums Herstellen. Ach so. Oh, hier beginnt jetzt das Ganze ein wenig problematisch zu werden. Du musst mal gucken. Du kannst die Blöcke, es ist ein bisschen viel gelinscht, die Blöcke da drunter zu setzen. Nee, hier, da komme ich nicht tief genug. Dieser eine. Schmeiß mir mal kurz einen Block hin. Eine Sekunde. Bitteschön. Und ich gucke mal, ob noch ein paar Blöcke fertig sind. Ein paar sind schon wieder fertig, ja. Ah, das ist ja schick. So. Habe ich. Und, kriegst du eine da rein? Warte. Jetzt. Wie gesagt, da musst du mal so ein bisschen rumfriemeln, weil je nachdem, auf welche Höhe du die Pfeiltasten machst, baut er denn. Und wenn du weiter unten beim Quadrat denn den Strich quasi erwischst, dann setzt er ihn automatisch denn ein Stück weiter runter. Wollen wir unseren Brunnen denn hinter das Haus setzen oder hier so vor das Haus? Ich würde sagen, erstmal egal, irgendwo hin, wo wir rankommen, damit wir Wasser herstellen können, weil ich weiß, na gut, obwohl ich weiß nicht, ob wir den wegnehmen können. Machen wir hier rechts daneben, oder was? Also hier geht's jetzt höher. Na gut, aber das wenn wir auch noch das Haus nachher erweitern wollen, ist ja sein Zement, ist rechts daneben ziemlich blöd. Na gut, dann was ist ich? Werf den hier hin. Ah, und deinen kann ich nicht wegnehmen. Ja, kannst du den nochmal kurz wegnehmen? Hier so an die Ecke setzen. Dazu müsstest du mir nochmal einen Block geben. Ach so, um deinen wegzunehmen, brauchst du einen eigenen Block. Mhm. Okay. Mit der rechten Maustaste könnt ihr im Inventar die einzelne Blöcke rausnehmen. Nein, ich setze den hinter das Haus. Und dann schmeißen wir mal beide gehen. Was setzen wir hinter das Haus? Ich setze den Brunnen hinter das Haus. Okay. So. Na nö, ich wollte es doch eigentlich. Ach so. Sowas gehört irgendwie hinter das Haus. Ich weiß auch nicht warum. Aber wir haben schon wieder eine Folge rum. Das geht aber schnell. Ja, stimmt. Das geht richtig schnell. Aber ich sag jetzt, also ihr stimmt mir so langsam zu. Das Spiel hat so ein bisschen Suchtpotenzial, ne? Das suchtet mich jetzt schon, das ist das Schöne. Achso, man kann den Brunnen wieder einsammeln. Ja, das ist schön. So. Und jetzt stört mich das Lagerfeuer. Ja, ich glaube, da ist nichts mehr drin, ich glaube, oder? Ja, doch, einmal Fleisch ist da noch drin. Versetz mal das Lagerfeuer bitte ein nach hinten. Mhm. Ah, und hier braucht man die Charcoal für. Die fürs Wasser filtern. Aha. So, und wenn ich dann dabei hab, geht. Gut, ihr Lieben. Okay, aber dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt was in die Kommentare. Vergesst den Daumen hoch bitte nicht. Der hilft uns sehr, 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 sehr viel weiter. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss.